Ein Bastard aus Trash Rock und Glam Pop, Japan 1977. Leadsänger David Sylvian im Mittelpunkt und vier virtuose Instrumentalisten in seiner Umlaufbahn. Fünf Antistars im Blickpunkt der Öffentlichkeit, gefangen zwischen Teenie-Idol und Kunststudenten-Image. Manchmal sehe ich zusammen mit Richard und Steve die Videos und wir lachen darüber. Fünf Frisuren, Satin und gespielte Arroganz. Musikalische Grenzwanderer als Patenonkel der New Romantic Bewegung. Ein Stigma genauso zutreffend wie verhasst. Die 80er waren musikalisch eine schreckliche Zeit. Mit einer ganz eigenen Art der Popmusik prägten David Sylvian und Japan die 80er Jahre wie kaum eine andere Band. Charisma durch schüchterne, fast vergeistigte Ausstrahlung. Auffällig, unauffällig ertüfteln sie visionäre Sounds und beschreiten damit neue Pfade. Ich glaube an die Macht populärer Musik. 1982 lösen sich Japan auf, die Musiker gehen eigene Wege. David Sylvian veröffentlicht Brilliant Trees, sein erstes Soloalbum. Bassist Mick Karn die LP Titles. Schlagzeuger Steve Jansen und Keyboarder Richard Barbieri sollen 1986 als Dolphin Brothers in die Fußstapfen von Japan treten. 1991 dann eine echte Japan Reunion, allerdings unter dem Bandnamen Rain Tree Crow. Wir waren einfach vier individuelle Songschreiber, die zusammenkamen, um zu sehen, was passieren würde. Doch Rain Tree Crow waren vor Veröffentlichung ihres Albums schon Geschichte. Nach nur einer gemeinsamen Platte trennte man sich wieder. Ein weiteres Mal gehen die Musiker eigene Wege. David Sylvian ist heute nach diversen Projekten zu seinem Ursprung zurückgekehrt. Im Allgemeinen sind alle meine Songs entweder auf einer Akustikgitarre oder einem Keyboard geschrieben worden. Ich bin also praktisch nur wieder an den Anfang zurückgekehrt, um mich mit dem Material vertraut zu machen. Ich habe mich also mit Gitarre und Keyboard hingesetzt und die Songs kamen mir beim Spielen sehr neu vor. Also dachte ich, dass es vielleicht auch das Publikum interessiert, sie in dieser Form zu hören. Daher stammt diese Idee. Mick Karn verfolgt neben seinen Soloprojekten noch die mit dem Fusion-Gitarristen David Tone. Dabei versucht er, seine unterschiedlichsten musikalischen Einflüsse einzubringen. Growing up in Cyprus, there was always lots of Turkish music around. Ich bin auf Zypern aufgewachsen und war so ständig von türkischer Musik umgeben. Ein weiterer Einfluss ist Motown-Funk, eigentlich die erste Art Musik, die ich bewusst genoss. Außerdem bin ich auch von klassischer Musik beeinflusst, wenn auch in geringerem Maße. Vor langer Zeit habe ich mal in einem Orchester gespielt. Diese drei Musiken waren also immer unterschwellig präsent. Bei meinem letzten Soloalbum Tooth Mother habe ich mich bewusst auf diese drei Stile konzentriert, um die Einflüsse richtig offensichtlich zu machen. Ich hoffe, dass sie zur Geltung kommen. Jansen und Richard Barbieri arbeiten weiter als Duo zusammen. Stone to Flesh heißt ihr neuestes Album, aufgenommen im eigenen Studio. Es gibt schon Aspekte aus der damaligen Zeit, die unsere heutige Arbeit prägen. Ich denke, dass unsere individuellen musikalischen Charaktere immer noch erkennbar sind. Ich habe die Zeit mit Japan nie geleugnet und bin auf bestimmte Dinge auch sehr stolz, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit und unter welchen Umständen das alles stattfand. Ich bereue also nichts, wenn ich zurückschaue. Regret or shame or, you know.
Warum auch? Denn damals waren die Umstände sicher außergewöhnlich. Als Japan 1978 das Album Adolescent Sex anspielten, erlebte England gerade die ersten musikalischen Punkrock-Attacken. We're just another hype, sangen sie ironisch. Ihr Make-up diente dem Selbstausdruck, war aber auch Fassade. Wir glaubten damals so sehr an das, was wir taten, dass wir uns selbst nicht erkennen konnten. Wir waren zu nah am Geschehen. Unser Image wurde uns so wichtig, dass es immer schwieriger wurde zu erkennen, dass es ein Image war. Es wurde eine Lebenseinstellung. Allerdings war dieses Image auch schon da, bevor wir berühmt wurden und blieb bis nach unserer Auflösung. Wir gingen immer noch gemeinsam aus und schminkten uns. Ohne Make-up hatten wir keinen Charakter, keine individuellen Stärken. Wir brauchten diesen Schutz. Es war keine Show auf der Bühne. Wir lebten so, von morgens bis abends. Ich meine, ich habe mir 12 Jahre die Augenbrauen rasiert. Unglaublich, oder? Zu dieser Zeit lag alles sehr im Dunkeln. Wir wussten überhaupt nicht, ob wir das Richtige taten. Wir haben unser Selbstbewusstsein untereinander aufgebaut und es gab keine musikalischen Ratschläge von außen. Ich finde das eigentlich ziemlich gut. Es ist eine gute Art, sich zu entwickeln. Am Anfang habe ich mich einfach nicht so gegeben, wie ich war. Ich fühlte mich in meinem normalen Leben nicht wohl und so wurde ich eine Art Rockstar. Aber auch das wollte ich nicht. Ich hatte nie etwas mit Rock zu tun. Es hatte und hat keine große Bedeutung für mich. Deshalb will ich auch kein Rockmusiker sein. Ich mag den Begriff Pop, denn das Spektrum ist einfach viel breiter. Doch lange bevor sie in England erste Erfolge erzielten, waren sie in Japan gefeierte Popstars. Bereits 1978 spielten Japan vor 12.000 Fans in Tokio. Wir sind in Japan aus den falschen Gründen berühmt geworden, nur wegen unseres Images. Die Japaner stehen auf Image und zufällig sahen wir genau richtig aus. Als wir das erste Mal nach Japan kamen, stellten wir fest, dass niemand uns wirklich zuhörte. Wir spielten vor einem Publikum voller kreischender Kids. Wir fühlten uns dabei nicht sonderlich wohl. Finanziell gesehen war das natürlich klasse, denn die Plattenfirma pumpte daraufhin noch mehr Geld in unsere Arbeit. Aber wir sehnten uns doch nach mehr Glaubwürdigkeit. Endlich, der Durchbruch in Europa. Mit Ghosts landen die vier Jungs 1982 auf Platz 3 der britischen Charts. Ihre höchste Single-Notierung. Dennoch, das Album Tin Drum sollte das letzte offizielle Studioalbum der Band werden. Just when I thought I could not be... Als wir Tin Drum aufnahmen, war das eine seltsame Zeit. Es war der Beginn der New Romantic-Bewegung in Europa. Von unserem Manager und unserer Plattenfirma aus standen wir sehr unter Druck. Man wollte uns an die Spitze dieser Bewegung heben. Alle sagten, dass wir damit begonnen hatten und nun die Vorteile daraus ziehen sollten. Die Band sagte dazu aber nein. Wir wollten nicht Teil dieser Bewegung sein. Unsere Plattenfirma verkündete irgendwann, dass das unser letztes Album ist, das wir bei ihnen rausbringen. Doch unser Manager wollte nichts mehr mit uns zu tun haben. Für die Band war das eine einzigartige Situation.
Wir standen im Studio und noch während der Plattenaufnahmen hatten wir keinen Plattenvertrag und keinen Manager. Dann sagten wir uns, dass wir jetzt einfach das Album machen, so wie wir uns das immer vorgestellt hatten. Keine Kompromisse und nur dem musikalischen Fluss folgend. Das taten wir dann. Und es ist die Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet das unser erfolgreichstes Album wurde. Zur Verzweiflung der Plattenfirma hatten wir uns aufgelöst, bevor die Platte herauskam. Ich denke, wenn Musik kommerziell erfolgreich ist, muss mit ihr eigentlich gar nicht so viel falsch sein. Es ist eher eine wundervolle Sache, wenn man mit einer großen Anzahl von Leuten kommuniziert und diese Leute auf deine Musik reagieren. Ja, wir hatten untereinander Probleme, als Japan sich auflöste. Das hatte natürlich auch musikalische Gründe. Zu dieser Zeit fühlte ich, dass es einfach unmöglich ist, noch ein Album nach Tin Drum aufzunehmen. Die Aufnahmen waren extrem schwierig und sehr spannungsgeladen, aber eben dadurch auch sehr produktiv. Diese Stimmung half, das Album zu produzieren. Aber ab einem bestimmten Punkt wurde es destruktiv. Genauso war ich mit der Art und Weise, wie ich lebte, unzufrieden. Ich hatte das Verlangen, meine direkten und persönlichen Erfahrungen noch stärker zum Ausdruck zu bringen. So ging in Japan auf ihre letzte Tour. Das Doppelalbum Oil and Canvas dokumentiert das Live-Erlebnis. Die Musiker Mick Karn, Steve Jansen, Richard Barbieri und allen voran David Sylvian gehen von nun an getrennte Wege.